Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe ja in den letzten Tagen und Wochen schon das ein oder andere Video gemacht zum Schlachthof von Zier. Das Event, das am 5. Dezember auf uns zukommt. Ihr erinnert euch mit den sehr schweren Nightmare Dungeons, die über Level 100 hinausgehen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, ich verlinke euch oben nochmal das Video, aber darum geht es heute gar nicht. Heute geht es um Midwinterblight, zu Deutsch Midwinterpest. Ist ein bisschen komisch auf Deutsch, aber auf Englisch klingt es eigentlich ganz cool. Midwinterblight, Midwinter Event. Und dazu haben wir auf der BlizzCon schon ein paar Bewegbilder auch gesehen. Ich würde euch die hier im Hintergrund einmal ein bisschen abspielen. Und zwar wissen wir schon, dass das Ganze stattfinden wird im zersplitterten Gipfel. Das heißt, im Gebiet von Akt 1, wo es ja sowieso schon sehr winterlich ist. Das ganze Gebiet soll dann in Schnee liegen, das heißt auch die südlichen Bereiche. Und wir werden neue Gegner haben. Bisher sind nur bekannt sowas wie Schneemänner, aber es sollen noch mehr Gegner sein, laut Data Mining. Und wir haben in Kiowashard, ihr erinnert euch, Season 1, gab es einen kleinen Platz, wo wir die boshaften Herzen verkaufen konnten. Und auf diesem Platz wird jetzt das Event stattfinden von der Midwinter Blight. Und dort können wir die Questgegenstände oder die Gegenstände, die wir finden, in diesem Event eintauschen gegen Punkte. Und diese Punkte, könnt ihr euch vorstellen wie im Battle Pass, gehen weiter voran und dadurch kriegen wir neue Items. Wir wissen ja schon, dass es Cosmetics gibt, sowohl eine Rückenplatte für jeden Charakter einzeln und ein rotes Kostüm. Finde ich relativ unspannend tatsächlich, aber es gibt eine Sache, die ich schon sehr spannend finde. Und das hat auch mehr oder weniger was mit dem Schlachthof von Zier zu tun. Falls das wirklich so gedacht ist, finde ich es sehr spannend. Weil, und auch sehr cool gemacht. Weil Schlachthof von Zier wird richtig, richtig schwer werden. Und eine Woche später kriegen wir Midwinter Event. Midwinter Blight. Das bedeutet, wir werden eine Woche Zeit haben, uns richtig zu ärgern im Schlachthof von Zier. Und es wird sehr schwierig. Und laut Datamine wird es im Midwinter Event, das ja eine Woche später startet, neue Elixiere geben. Und diese Elixiere haben ja viel krassere Aspekte als die, die wir jetzt haben. Wir haben ja jetzt immer Elixiere, die immer einen Aspekt haben plus Erfahrungsgewinn. Einen Aspekt haben plus Erfahrungsgewinn. Aber diese Midwinter Blight Event Elixiere werden immer zwei gleichzeitig haben. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel erhöhte Glücktrefferchance habt, dann habt ihr im Midwinter-Event Elixiere, die sowohl Glückstrefferchance erhöhen als auch Life. Und das Ganze nicht nur um 5%, sondern ganze 15%. Zumindest das, was wir durch die Data Mining schon wissen. Und da wird es noch ganz viele andere Elixiere geben. Ob diese Elixiere nach dem Event immer noch vorhanden sind, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall solche Elixiere, die immer zwei Aspekte, nenne ich sie mal, haben, die geboostet werden, plus Erfahrungsgewinn. Und der Erfahrungsgewinn wird auch noch geboostet, und zwar um 10%, das heißt nicht mehr 5%, sondern dann 15%. Und das ist gerade für Schlachthof von Zier, glaube ich, sehr gut gemacht, weil das wird wirklich key sein, da sich nochmal ein Elixier reinzupfeifen, um da wirklich weit zu kommen. Zu den Skins muss ich sagen, sowohl die Waffenskins als auch die Skins, die wir schon wissen, für die Charakter, finde ich sehr langweilig mal wieder. Habe immer das Gefühl, dass die Dinger, die wir free bekommen, relativ unspannend sind. Wir haben auch das ein oder andere free schon bekommen durch die Drops auf Twitch oder auch so im Shop gehabt. Und auch jetzt in den beiden Battle Pass von Season 1 und Season 2 fand ich persönlich sehr langweilig. Da sind die bezahlt natürlich immer besser. Ich wünschte, es würde mal ein paar coole Skins geben, die man sich free-to-play auch ergattern kann. Selbst der relativ schwer zu erhaltende Skin aus dem Felder des Hasses ist relativ unspannend, meiner Meinung nach. Wo ja auch schon vor Monaten Data Mining gesagt hat, dass da mal was Neues reinkommen soll, was aber leider nicht passiert ist. Also da hoffe ich, dass mal demnächst neue Skins dazukommen. Ja, und wenn wir dieses Event spielen mit Winterpest, dann wird man am Ende auch einen Boss besiegen können, der auch wieder verschiedene Drops hat. Wir wissen noch nicht was, wir wissen noch nicht, ob der Unix fallen lässt, ob der vielleicht sich einreiht in die Endbosse, die wir sowieso schon haben, ob der einen entsprechenden Loot-Table hat, wie die normalen Endbosse, das heißt, irgendwelche Unix, die pro Klasse fallen können. Wir wissen noch nicht, wie schwer der ist, wie welches Level der hat. Also da wissen wir noch nicht so viel, aber wir wissen, dass es ihn gibt. Und dass der Loot fallen lässt.
Ich hatte schon mal in einem Video vorher gesagt, wo ich allgemein was zu BlizzCon gesagt habe, dass ich die Events sehr cool finde. Sowohl den Schlachthof finde ich cool und den Midwinter finde ich cool. Nicht wegen dem Content an sich, sondern dass wir Content überhaupt bekommen. Wer euch an Preseason und Season 1 erinnert, hatten wir gar nichts. Also gar nichts, was in der Season gekommen ist. Da wurde noch viel getüftelt mit den Balance-Änderungen, dass das Spiel überhaupt flüssig läuft und vielen Quality-of-Life-Änderungen. Und jetzt fängt es langsam an, dass wirklich geile Events mit reinkommen, was ich persönlich sehr cool finde. Und ich hoffe, dass auch in Season 3 das beibehalten wird, dass wir jede Season nach einem Monat ungefähr wieder noch was zusätzlich dazu haben als Event, was unabhängig von der Season auch funktioniert. Weil das Coole ist auch an die ganzen Eternal-Spieler, das hier ist nicht Season-abhängig. Das heißt, mit Winter Blight könnt ihr auch spielen, ohne dass ihr Season spielt. Also für alle neuen Neueinsteiger, die erst Eternal spielen, für alle, die allgemein nur Eternal spielen, da gibt es ja einige. Ihr könnt in das Event reinschauen, auch ohne dass ihr die Season spielt. Das gilt leider nicht für Schlachthof von Zier, aber zumindest mit Winter Pest Event könnt ihr ganz normal spielen und euch auch die Cosmetics holen oder was auch immer da noch kommt in diesem Battle Pass. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren, weil ich bin extrem gespannt, was ihr dazu sagt. Ich, wie gesagt, habe es schon öfters gesagt, ich finde die Idee richtig cool und hoffe, dass in Zukunft da noch mehr kommen wird. Deswegen schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen und einem Like auf dem Video und sagen bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.